Hallöchen alle da draußen. Ich habe mir diesmal ein tolles Thema herausgesucht, und zwar: Wie viel Paar Schuhe braucht ein Kind im Laufe eines Jahres? Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran, schnarcht mal mit mir hier die nächsten paar Minuten über diese Vielfalt des Sortiments. Und ansonsten sieht man sich gleich wieder. Ein liebes Hallo an alle Eltern da draußen. Und die sonst uns jetzt mal fremd vielleicht zuschauen, auch kein Problem. Ich freue mich immer wieder über neue Gesichter. Tolles Thema habe ich mir heute rausgesucht, und zwar: Wie viel Schuhe braucht ein Kind im Laufe eines Jahres? Das sind auch immer so Fragen, mit denen wir hier im Laufe des Tages im Verkaufsgespräch mal konfrontiert werden. Ja, wie viel Schuhe braucht denn so ein Kind und so weiter und so fort. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze von klein auf aufzustrippen. Und das machen wir folgendermaßen. Der erste Schuh, mit dem ja wohl die, oder Schuh oder Pusche, wie auch immer, die erste Fußumhüllung ist praktisch, was viele auch kennen, die Lederpusche. Ne? Kennt jeder, aus Vollleder gefertigt in verschiedenen Ausführungen, meistens mit einem Gummizug hier oben versehen, damit er praktisch nicht über den Fuß rutscht, lässt dem Fuß auch größtmögliche Bewegungsfreiheit, weil ich ja nur eine Lederschicht habe. Für viele ist es auch eine sehr schöne Alternative, nämlich die Stoppersocke. Stoppersocken deswegen, weil sie natürlich den Fuß stoppen. Das heißt, auch gerade hier, wie ich sie habe, diese schöne Vollsohle, die lässt den Fuß auch nicht wegrutschen. In diesem sage ich auch gleich nochmal, ich favorisiere immer diese Vollsohle und nicht, wo punktuell Motive aufgespritzt sind, wie Zahlen, Mond, Sterne, was auch immer, weil die nämlich dann gerade, die sitzen dann immer nur hier in dem Bereich. Stellt sich ein Kind auf die Zehenspitzen, fehlt es meistens. Und das heißt, ein Kind rutscht dann weg. Hier bleibt der Fuß, wo er hingehört. Ich kann nicht wegrutschen, ich habe eine gewisse Standsicherheit. Diese wären zum Beispiel auch gerne mal für den Kindersport, fürs Babykrabbeln und so weiter mitgenommen. Also das zähle ich jetzt mal als Fußschutz schon mit dazu. Das wäre also sozusagen in dem ersten Lebensjahr die beiden wichtigen Dinge, die ein Kind haben sollte. Natürlich, je nach Jahreszeit kommt es dann natürlich immer wieder mit dazu, gibt es natürlich auch die leicht offene Lederpusche. Das kann auch mal wie hier ein Modell sein, was eine leichte Latexsohle oder Kautschuksohle hat und was natürlich auch mir hier den Kinderfuß vor äußeren Einflüssen schützt, in dem Sinne, ich sage jetzt mal, das, was liebe Mitmenschen immer so auf den Straßen hinterlassen, Scherben, Schmutz, Unrat, ja, wo ich jetzt, wenn ich mein Kind jetzt barfuß unterwegs laufen lasse, doch vielleicht ein bisschen auf der sicheren Seite bin, wenn mein Kind sowas am Fuß mit hätte. Das sind also auf jeden Fall diese drei Modelle, Paare, die eigentlich jedes Kind in den ersten Lebensmonaten braucht, wenn es anfängt mit Laufen. Und dann geht's weiter. Zumindest wenn das Kind dann in eine Einrichtung oder zu einer Tagesmutter kommt, ist dann das Erste, was auf dem Wunschzettel steht, der Hausschuh. Hausschuhe werden weniger kontrolliert, was das Größenwachstum angeht, und deswegen empfehlen wir auch dort immer zwingendermaßen, schaut bitte drauf, dass ihr wirklich diese 12 mm Freiraum habt. Weil es gibt Kinder, die laufen wirklich ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr und länger mit einer Schuhgröße rum. Das geht nicht. Das ist, meistens ist es dann, wird dann der Fuß dann schon so zusammengequetscht, dass Kinder gar nicht mehr richtig laufen können. Aber weil man es nicht regelmäßig kontrolliert, kommt man da auch ein bisschen aus dem Trott. Also wie gesagt, auch hier wieder, Hausschuhe sind an erster Stelle. Dabei ist es egal, ob es sich wie hier um einen klassischen Hausschuh handelt oder ob ich die Barfußversion von Nanga nehme. Beides ist ein leichter Schuh für die Räumlichkeiten. Also im Haus, deswegen heißt es auch Hausschuh, und diese wären nach Möglichkeit immer aller, ich sage jetzt mal, spätestens 4 bis 6 Monate getauscht. Wir kommen auf den Frühling. Das heißt, offene Schuhe oder zumindest halboffene Schuhe sind dann schon mal an der Tagesordnung. Das heißt, die sind natürlich dann nicht so geschlossen, nicht so warm, und sie lassen etwas Luft an den Fuß. Ja, meistens haben wir es wie hier mit einem schönen, Spangenschuh zu tun. Der Spangenschuh hat eben halt den Namen, weil er über diesen Spann eine Spange hat, die man auch
verschließen kann. Und damit ist natürlich ein besserer Sitz gewährleistet als allgemein beim Ballerina. Die nächste Variante wäre dann sozusagen der geschlossene Halbschuh, den ich eigentlich auch immer, ich sag's mal, zu fast jeder Jahreszeit brauche. Und auch hier wieder Halbschuh, Jungs oder Mädchen, brauche ich definitiv immer. Gehen wir auf die kühlere Jahreszeit? Nein, wir gehen noch nicht auf die kühlere Jahreszeit. Wir gehen erstmal richtig auf die warme Jahreszeit zu. Dann brauche ich auf jeden Fall Sandalen. Ob die jetzt so halb offen ist wie die hier, weil die einen Mittelsteg hat, oder richtig zehenfrei, das sei jetzt dem Träger oder dem Alter des Kindes überlassen. Brauchen tue ich sie aber generell. Jetzt gehen wir auf die kühlere Jahreszeit zu. Das heißt, auch hier brauche ich diesen halboffenen Schuh. Halb offen nicht, halb geschlossen. Also halb hoch, weil er nämlich höher ist vom Schaft her als die Halbschuhe. Knöchel hoch oder halb hoch. Je nachdem, wie man das dann immer so sieht oder benennt, das wäre jetzt als nächstes an der Tagesordnung. Dann gehen wir auf den Herbst zu. Je nachdem, wie das Wetter auch ist und die Wetterlage, welche Temperaturen wir haben, macht es sich recht gut, wenn man jetzt, da man ja immer nicht weiß, wie der Winter wird, dass man auf jeden Fall so einen leicht gefütterten Schuh sein eigen nennt oder dem Kind zum Tragen gibt. Hierbei ist es wieder mit entscheidend, und das fragen wir auch immer wieder gerne unsere Eltern, welche Fußwärme das Kind im Allgemeinen hat. Ist es ein Kaltfuß? Empfiehlt es sich auf jeden Fall, so einen mit Vlies, Woll oder was auch immer Futter, leichten Wollfilzfutter zu nehmen. Oder wenn es ein Warmfuß ist, tut es natürlich auch noch dieses normale Lederfutter gleichermaßen. Haben wir es dann richtig kalt, kommt der richtige Winterschuh zum Einsatz. Also alles das, was Lammfell, was Schurwolle, was Teddyfutter hat, was ein bisschen höher ist und was ich generell im einstelligen bzw. im frostigen Bereich anziehe, das sind dann sozusagen die, die man dann sozusagen als letztes im Jahr dann benötigt. Gehe ich mit meinem Kind zum Sport, hat es Sport im Hort, hat es nicht im Hort in der Schule, sondern oder auch im Kindergarten, dann kommen natürlich auch für die Kinder noch mit die Sportschuhe dazu. Und da zähle ich jetzt mal auch gleichermaßen die Gymnastikschläppchen für das normale Kinderturnen oder so, zähle ich da also gleichermaßen mit dazu. Das sind so Freizeitschuhe. Ein Turnschuh kann ich natürlich auch mal wechselweise gegen einen Halbschuh tauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Wäre es immer etwas sportlicher, immer etwas cooler mag und der Turnschuhvariante optisch reinweg den Vorzug gibt, alles kein Problem. Einzig und allein muss man natürlich auch hier immer sagen, das sind halt nur Schuhe für das schöne Wetter, für das trockene Wetter, weil wasserdicht sind natürlich hier die textilen Turnschuhe alle nicht. So, wollen wir jetzt mal durchzählen? Ja, also ich sag mal, wir fangen mal an. Wir brauchen Hausschuhe. Das eigentlich zweimal im Jahr. Sind wir schon bei zwei Paar. Ich brauche zumindest einen Übergangsschuh, sind wir bei drei. Ich brauche auch auf jeden Fall eine Sandale, sind wir bei vier. Frühjahr und Herbst unterscheidet sich immer ein bisschen, aber generell ist es so, auch dass ich da im Frühjahr eine andere Größe trage als im Herbst, weil der Fuß ist ja bis dato schon gewachsen. Deswegen auch Achtung, liebe Eltern. Also den Schuh, den ich im Frühjahr gekauft habe, wird im allerseltensten Fall im Herbst wirklich noch passen. Ich kann mir das natürlich auch einreden, weil mein Kind ja da reinrutscht. Aber natürlich, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es wirklich noch einen gewissen Freiraum hat. Also, ich sage, Frühjahr und Herbst. So, dann haben wir noch den Übergangsschuh und wir haben noch einen Winterschuh. Das heißt, wir sind jetzt bei summa summarum, und da rede ich jetzt mal nur von dem reinweg Straßen- oder häuslichen Gebrauch, sind wir also jetzt bei 2, 4, 6, 8 Paar Schuhe. Das nur mal zur Info. Und das nur mal, ich sag mal, auch da gehe ich jetzt von dem normalen Wachstum aus, dass ein Kind, wenn es zum Beispiel ein langer Sommer ist, auch mitunter vielleicht mal zwei Sandalengrößen benötigt. Ganz einfach, die eine Größe habe ich ziemlich zeitig gekauft. Jetzt geht der Sommer noch ein bisschen weiter.
dann habe ich natürlich dann immer das Nachsehen und muss meistens am Ende der Saison nochmal nachkaufen. Ja, und da auch, es ist egal, ob ich jetzt das mit dazu zähle oder das mit dazu zähle. Ich gehe jetzt hier reinweg nur vom ganz normalen Kinderfußwachstum aus. Das bedeutet, der Fuß wächst circa 1,5 bis 2 Millimeter im Monat. So, auch da sagte ich ja schon, ist es ja auf jeden Fall der Fall, dann passt mir, wenn ich dieses einhalte oder wenn ich das mit berücksichtige, dann passt halt logischerweise der Frühjahrsschuh nicht mehr im Herbst. So, ich hoffe doch, ich konnte damit wieder einigen Mamis weiterhelfen, dass man da so mal so grob eine Übersicht hat. Oh jo, das habe ich mir jetzt noch nicht so vorgestellt, aber so ist es leider, wie das jeder handelt. Das ist doch jedem selbst überlassen. Aber das war bloß mal so eine grobe Einschätzung von mir für euch, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, so in etwa. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaut. Ansonsten, wie gesagt, vergesst das Abo nicht, dann verpasst ihr auch nichts. Ne? So, und dann sage ich mal euch schönes Wochenende und auf bald.